dann habe ich mir immer gedacht, bei Studien ist das immer so eine Sache. Es kommt, wird ein Haufen Geld hineingepumpt und dann kommt am Ende nichts Ordentliches raus. Und dann, wie wenn es eine Fügung gewesen wäre, habe ich gelesen den Satz, der Winston Churchill zugeschrieben wird, der gesagt haben soll, ich glaube nur dann an eine Studie, wenn ich sie selber gefälscht habe. Und dann habe ich gewusst, das ist es jetzt und das werde ich machen. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Sachen, musste ich noch lernen, da musste ich dann noch ein paar Begriffe auswendig lernen, Plausibilität, Reliabilität und so weiter und so fort, Key-Quadrat-Test. Ja, das ist dann relativ schnell gegangen, dann habe ich natürlich die Domain brauchte ich, Dedjoo Solutions war natürlich hervorragend. Und dann habe ich noch, da musste ich noch lernen, dass ich 2 Stunden lang nur Blödsinn erzähle und am Ende fasse ich das Ganze mit einem Satz zusammen und der ist dann auf Kronenzeitungsniveau und den versteht jeder. Da habe ich mich dann sehr schwer getan, muss ich sagen, und das hat dann wirklich erst, aber erst der Durchbruch ist dann erst gekommen, wie ich dann zu Michael Charnier gegangen bin und habe da einen Kurs genommen. Das war wirklich hart, viel Koks, viel Alk und viel Geld, aber als ich dann herausgekommen bin, da habe ich das wirklich hervorragend beherrscht.